Im Moment wird in Deutschland wieder über die Aussagekraft von Inzidenzen diskutiert. So langsam merken wir, dass doch die Inzidenzen leicht nach oben gehen. Wir glauben, dass die Inzidenzen auf keinen Fall der einzige Maßstab für Maßnahmen der Pandemiebekämpfung sein sollen, denn wir haben eine veränderte Situation im Vergleich von vor zu einem Jahr. Zum einen ist die Zahl der geimpften Personen mittlerweile deutlich höher und die besonders verletzlichen Gruppen sind stärker geschützt. Und zum anderen haben wir jetzt auch eine Testinfrastruktur. Und wir glauben, dass wir für die Beurteilung des Pandemiegeschehens einen Mix brauchen aus Inzidenz, aber auch aus Einlieferung in die Krankenhäuser, aus positiven Testquoten. Und nur das gibt uns ein realistisches Bild, welche Pandemiemaßnahmen sinnvoll sind.